Ja, also Nee, nicht ja, nee. wir haben jetzt fertig gegossen. Komm ich Und jetzt jetzt mit oder wollen. was? Ja, ich. Welchen haben Sie jetzt? Der gerade Dann weg, nehme ich der. den anderen. Wie haben Sie jetzt? Ich fahre gerade weg. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich fahre mit dem anderen und bringe den dann auch darüber. Was geht hier über das kuppelige Gelände? Machen Sie das denn? Kriegen Sie den gebacken? Herr Finch, halten Sie Ohren steif? Jawohl, ich halte die Stellung gerade alles steif. Ich würde Sie doch mal schon. Alles, der hält also alles, komplett jetzt. Alles. Ja, sogar den Hammer, sogar den alles Hammer. Steif, alles war da. Sogar den Hammer. Ist alles steif sogar gerade. Sogar den halt da steif, haben Sie gehört? Den, ne? Den Hammer. Das hier. Ja, den Hammer. Ach, jetzt bin ich hier so nervös, ist es ja so. Warum eigentlich? Weil ich Hammer gesagt habe. Haben wir eigentlich gar nichts damit zu tun. Den Hammer halten. So. Wie ist denn doch hier die Hammer hier? Da hier? Hammer hart. Hammer hart, genau. Hammer, Hammer, Hammer hart. Ich feiere ich den Spitzfüße hier nochmal. Wie schön Sie das immer sagen. String. Muss String drücken. String. Und Hammer auf String. So, ich sag das ja nicht. Wollen Sie mitfahren, Herr Holsten? Nee, ich fahre mit dem anderen, mit der Landzugmaschine. Achso, die müssen wir ja auch noch. Oh Gott. Ja, erstmal fahre ich den hier wieder rüber. Ja, stell den erstmal da irgendwo überhaupt. Ja, aber wir brauchen ja den Platz hier, ne? So, so dann stellen wir mal hier hin. Was nehmen wir denn da für eine Zugmaschine? Ganz normale Tiefladerzugmaschine, ne? Einen ganz normalen blauen Zugmaschine. Blauen? So, überlege ich mal. Guck mal, da haben wir auch. Das sind keine blauen, die sie da haben. Nee. Alle blau. Also die doch nicht! Mann! Mann! Nimm doch das komische Ding, was da steht. Ja. Ich verstehe die immer nicht. Jetzt mal ehrlich, Finchi, ne? Seid ihr da irgendwie da so Rödel die Döner mit dem Dings da hat, ne? Mit dem Finanzbeamten da, ne? Und dass sie uns die Suppe versaut hat. Das auch noch. Ist die völlig, ich weiß nicht. Ja, Mann. Die hat da Rödel die Döner, weißt du? Hollerie die Dödel du, weißt du? Hier ist dann einfach zu viel. Warten Sie mal vielleicht? Wissen Sie wieder nicht, wo Sie hin müssen, ne? Ja, genau. Ich hoffe, wir fahren nicht zum Finanzamt. Nein, Herr Hox, wir fahren nicht zum Finanzamt. Oh, ich bin gegen den Bagger gefahren. Ist das schlimm? Nicht wirklich, der ist, glaube ich, zu stark für Sie. Oh, also rein, dann. Hallo Nutzi! Ja. Und nichts kann die, ey. Nix! Was ist los? Ist eine Laterne gefahren? Ja, ja. Wo müssen wir überhaupt hin? Ja, das ist das Problem. Fahren Sie mal vor. Ich meine die Innenperspektive, das ist halt leiser. Warum habe ich hier so eine... Ey, das erinnert mich an mein Auto. Ich habe schon wieder hier so eine Einblendung. Was drin zieht der denn einfach hier raus? Ey, das ist ja wohl nicht wahr, ey. Wo fahren Sie eigentlich hin? Ja, wir müssen doch die... Jetzt wäre der... Was macht der denn hier? Bowl ihn doch einfach! Ja, wir müssen ja hier abbiegen. Unglaublich. Muss ja erstmal die Aufliegers leihen. Erstmal ein. Okay. Erstmal ein? Da bleibt die einfach stehen. Gibt's doch nicht, ey. So. Oh, hol schon mal. Ersten Auflieger, ja? Ja! Okay. Den zwei Stück brauchst du nicht. Okay. Jetzt holst du erstmal.
die Wände. Ja, achtmal fertig, Wände. Genau. Zack. Jawohl! Ich hab alles für, ist nur alles ein Auflieger. Ein Auflieger nur? Ja. Dann fahr ich wieder zurück. Jo, hau ab. Oder wo soll ich fahren? Ach, sie können doch nicht mal gerade raus blinken. Nee, ich mach schon. Na gut. Ja, und wie das aussieht, das haben wir ja auch schon... Oh Gott, was ist denn das für eine Lenkung hier? Das haben wir schon in den anderen Videos gesehen, wenn wir da die Fertigwände geholt haben. Also da müssen wir jetzt unbedingt sehen. Viel interessanter ist ja eben, mich hier mit der Zugmaschine umher zu rattern hier. Naja. Muss man... Was ist das jetzt schon wieder? Warum sitze ich schon wieder am Lachen hier? Wo bin ich jetzt hier? Muss man jetzt unbedingt sehen, wenn sie mal rattern? Ja, die ist halt sehr anders. Gott, was ist anders? Ja, die lässt sie nicht so lenken wie die anderen. Wir haben doch keinen Anhänger hinten dran. Nee, auch vorher schon. Ich meine, ich habe ja die leeren Zugmaschinen auch gefahren, aber irgendwie. Keine Ahnung. So. Ich bin schon wieder am Höf, auf dem Hof. Ja, dann stell die Karre ab. Jawohl. Ich komme jetzt mit den Fertigwänden. Ja. Da muss ich den Herrn Finch mal fragen, ist alles noch in Ordnung bei Ihnen oder brauchen Sie eine Ablösung, müssen Sie mal auf Toilette oder so? Ja, eine Ablöse wäre mal gut, dann könnte ich einmal schiefen gehen. Ja? Ja gut, dann übernehme ich mal jetzt die Fertigwände abzuladen, so. Abzugrasen, hm? Können Sie machen. Abgrasen. Das ist kein Problem. Grasen. Ja, und das wird die Halle mit dem Bürogebäude. Kinder, ihr habt das jetzt nicht gesehen. Ich meine, ich bin jetzt über eine grüne Ampel. Ihr habt gesehen, die war grün. So. Warten wir mal auf die Chefin. Ah, da kommt sie. So, Chefin, ich bin da mal weg, ne? Jawohl. Viel Spaß beim Schiffen. Jawohl. Und der Herr Foxen kommt da hinten schon, seht ihr? Da ist er schon. Da kommt er auf das Gelände gefahren. Warum er jetzt nicht querfeld eingefahren ist, weiß ich zwar immer noch nicht ganz, aber naja. Warum ist die Banane komisch? Hm. Wahnsinn. Können. Ich bin dabei. Nehmen Sie erst die hintere runter, ne? Mhm. Wo soll ich das hinstellen? Ich würde es einfach erstmal direkt hier, wo ich stehe. Daneben okay. Stellen, das Gestell. Und dann kann ich das ja lösen alles. Und dann ist gut. Gut. Weil die verschwinden ja sowieso alle, die Klamotten. Eigentlich schon, ne? Muss noch mal runter? Ja, ich muss einmal drehen. So. Lassen Sie runter. Lassen Sie runter. So, ich mach mal frei. Lass mal los. Warum kann ich das nicht lösen? Moment. Ja, jetzt. Okay. Kann losgehen. Okay. Ich stelle auch den Auflieger ab, ne? Weil der verschwindet dann von der Baustelle, glaube ich. Meinen Sie? Ja, ich hoffe. War ja letztens auch. Okay. Da ist er ja auch einfach verschwunden. Wir gucken uns jetzt an, hier das Spielchen, was hier definiere. Warum machst du nicht die erst die hinteren? Mache ich doch. Wie wird ja angezeigt, ne? Nö. Ach so, doch, klar. Jetzt muss ich es sagen. Entschuldigen Sie bitte. Huch. Ich wollte gerade sagen, wird dir doch angezeigt. Ja, richtig.
Man merkt, ich habe schon länger nicht gekrant. Boah, muss ich da wirklich ganz rein? Ist ja unglaublich. Das ist aber nicht einfach, Herr Hoxton. Boah, muss ich da echt ganz rein? Unglaublich. Ehrlich jetzt? Ja, mach keinen Quatsch. Doch. Uschi. Das ist wie Sisyphus. Sisyphus, ich weiß nicht. Eigentlich was für einen Krangelehrten oder so. Dann lassen Sie mich das machen. Ah! Komm, dann lassen Sie mich das machen. Wollen Sie? Ah, ich bin auch der Krangelehrte. Sie sind der Krangelehrte? Da bin ich ja mal gespannt. Warum komme ich da nicht rein? Ja, weil Sie nicht da rumkommen. So. Und? Jetzt geht los. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wir sind jetzt gespannt auf den Herrn Hoxton. Und auf unseren Krangelehrten. So Nummer 1. Und was meint ihr? Sind wir erst hier in dieser, einen von diesen Wänden, oder müssen wir jetzt auf die andere Seite? So. Oh. Wie fährt man den Haken nach vorne? Achso, ist gut. Ja, Herr Finch, der Herr Hoxton macht jetzt mal hier... Ach, er hat übernommen? Ja, ich hatte die erste Wand gesetzt und dann gefiel ihm das so gut. Da ließ er sich da nicht mehr von abhalten und hat gesagt, er wäre der Krangelehrte und möchte jetzt loslegen. Auch wenn er mir den Rang ablaufen. Ja, so. Nein. Das hat der Finch ja besser drauf. Also ich kann das ja eigentlich gar nicht. Da kann man die nächste Stunde erst für dich betreten. Was kann man? Ui. Und den Baucontainer hinterm Kran. Oje. Oje, oje, oje. Hast du da reingebrüllt? Ja, der Adler ist aber richtig gelandet. Oje, 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 oje. Das hört sich gut an. Ist nur so eine braune Spur auf dem Boden, sagen Sie mal. Ist die von Ihnen? Also nee, das um Gottes Willen nicht. Gut. Wenn sie nicht von mir ist und nicht von Ihnen... Herr Hoxton? Was ist? Ich weiß nicht. Alles gut bei Ihnen da oben? Ich meine, ich scheiße irgendwo hin, dann scheiße ich irgendwo hin. Aha. Ja, Herr Finch, vielleicht sollten Sie dessen Infektionsspray mitnehmen, wenn Sie nächstes Mal auf den Kran kommen. Ja. Gerade hat er schon mal grün geleuchtet. Da. Patsch. Es ist ein bisschen, es riecht ein bisschen streng hier oben, aber... Ja, das waren Sie aber dann, nicht ich. Oh Gott. Moment, die Chefin hat hier vorne drin gesessen. Bitte? Stimmt, ja doch. Warum muss ich dann immer gewesen sein? Ich hab gar nichts gemacht. Ich kann höchstens nach Mandelöl riechen. Ja, wenn Sie Mandeln gegessen haben, ist das okay. Oh Gott. Nein, das habe ich nicht, Herr Hoxton. Garantiert haben Sie Mandeln gefressen. Ah. Gebrannte wahrscheinlich. Ah. Übrigens, Herr Finch, der Herr Hoxton hat jetzt den LKW-Anhänger abgehangen, weil er sagt, wenn wir fertig sind, verschwindet der. Hoffe ich. Seine Logik. Ich hoffe, dass das so ist. Das glaube ich nicht, weil wir mussten die bisher immer zurückbringen, aber mein Gott. Schauen wir mal. Machen wir erst die eine Seite fertig und dann die andere? Ich glaube, da müssen wir noch welche holen, ne? Das kann wir haben nur 8 4 Wände. Ja. Ach so, nee, wir machen nicht mehr holen. Ja, wie? Anscheinend ja wohl doch. Nö. Warum? Ja, weil du noch mal Dinger da hast. Du siehst es doch. Ja, wir haben noch welche auf dem Wagen. Das machen unsere Angestellten. Ich habe ja mittlerweile schon ein paar Leute mehr eingestellt, verstehen Sie, Herr Hoxton? Ja. Die übernehmen auch ein paar Aufgaben. Dementsprechend brauchen wir nicht mehr so viel zu machen. Aber das wollen wir natürlich euch noch zeigen hier. Da müssen wir mal gucken, ob wir dann beim nächsten Mal vielleicht das Krankenhaus machen. Oder erstmal noch kleinere Sachen. Das Krankenhaus ist ja auch eigentlich unser Ziel eigentlich, ne? Ja. Alle Fahrzeuge zu besitzen in unserer Firma und halt das Krankenhaus. Ne?
Aber sagen Sie mal ehrlich, Chefin, die Kräne war noch wieder eine Investition, die hat sich doch wieder gelohnt. Auf jeden Fall. Also, dann, dass wir nicht diesen riesen Flaptop-Kran immer brauchen. Auch geht der, finde ich, viel besser von der Hand. Der ist viel fluppiger. Hm? Um mal bei Ihrem Thema zu bleiben, ne? Vor allem ist der fluppig, ne? Ja, fluppig. Ah, der Hawks macht das sehr gut. Ich meine, jetzt kann der Finch uns gleich richtig einen drauflegen, indem er die hintere Seite macht. Ja, er ist korrekt, aber... Oh, guck mal. Der gibt ja, da läuft er schon. Da läuft er, ich hab ihn gesehen. Ja, da lang gespurtet ist. Ich hab das schon nicht gekriegt. Ich hab sozusagen die Startpistole angesetzt. Uiuiuiuiuiui. Ja, Finchi, dann komm mal ran hier. Ich bin bereit. Bereit. Stellen Sie den am besten den Eumelbums hier auf die andere Seite. Ja, irgendwie so. Oder dahinter. Nein, oder wie auch. Nein. Was ist? Herr Hoxton, yeah. Was ist denn mit Ihnen los? Sind Sie unterzuckert? Ja, sicher. Abstand, ja? Herr Hoxton, Abstand. Einmal Ladung entsichern? Ja, wo steht... Ach, da hinten haben Sie... Oh. Du entsichern. Ja, oh. Ich sichere mal. Mal los. Nee. Ach, haben Sie schon gesichert? Okay. Ist jetzt fertig? Nee, warte mal. Ach, nee, jetzt. Kann nix. Die kann, nee, Brot kann schimmeln. Ey, ehrlich. Ja, ich stand zu nah am LKW. Entschuldigen Sie, ich habe ja, den LKW öfters. Ihre Schaukel hat damals auch zu nah an der Hauswand gestanden. Ey. Macht sie den Auflieger zu. Warum auch immer. Nein, ist egal. Wir müssen darüber nicht nachdenken, Leute. Macht sie den wieder auf. Ja. Ja? Damit Sie was zu sehen haben. Fühlen Sie sich da wohl auf so einem Schutthaufen? Größer. Ja, jetzt bin ich nicht mehr größer. Gehen Sie nach unten, Herr Hoxton. Weil ich habe die gelbe Weste an, nur ich darf hier oben ja, stehen. Genau. Sind Sie so? Hopp. Du hast gesehen, wie geschmeidig? Ja, Sie können ja gleich mal in den Auflieger springen, dann mache ich dazu, dann stehen Sie dann. Ja, da sind Sie jetzt lustig, ne? Ja. Dann springe ich nach dem Auto und bin wieder da. Wo haben Sie eigentlich den Kram angestellt? Den Kran? Den hab ich doch mal gebraucht, also an der Haltestelle. Drauf. Was? An der Haltestelle da hinten. Die Haltestelle? Ja, da. Wo? Da. Hier steht nichts. Doch, da. Hier, da. Sieht gar nichts. Doch, hier, da. An der Haltestelle. Ach, da steht er. Gucken Sie. Da. Ja, da. Soll ich den ranfahren? Machen Sie da, ey. Ja, nicht persönlich egal, was sie machen. Das ist so laut. Warum ist das so laut? Ey, warum leuchten die? Was haben sie mit dem Kranwagen gemacht? Immer muss ich den zur Reparatur bringen. Ist schon wieder eine Warnlampe angegangen. Ja, da liegt daran, weil sie sich nicht um die Wartung kümmern. Das ist das Problem. Was soll das schon wieder heißen, die Wartung? Ja. Ich warte jeden Monat den Sprit. Ich fülle den Sprit immer wieder auf. Mhm. Ja. Was ja auch vollkommen okay ist. Ja, sehen Sie? Also warte ich den doch, oder nicht? Warte auch sehr oft, ja. Ja. Machen Sie da einfach Das reicht doch, oder? Was soll man denn da noch sonst, ich meine, warten? Außer den Sprit. Ah, der Herr Finch ist aber auch schnell. Der Herr Finch ist sehr, sehr schnell, finde ich. Er macht das sehr, sehr gut. Das stimmt. Ein schneller Herr Finch sozusagen. Er ist schneller als ich. Auf jeden Fall. Meinen Sie? Ja.
Oh, Telefon. Telefon.